Hallo meine Lieben und willkommen zu einer tollen Folge die Sims 4. Heute mal am PC. Ja, ich weiß, bei mir was ganz Neues. Und ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Kleinen Moment, hier muss ich mal ein bisschen was. So. Jetzt sollte. Sehr gut. Ja. Wir starten einfach mal direkt ein neues Spiel. Oh, Sims-Erstellung. Oh, das ist ein bisschen dick, ne? So. Frau oder Mann? Das ist mir wurscht. Wobei wir können ja. Ein bisschen schlaksig machen wir den. Sieht er doch schon anständiger aus. Jetzt das Gesicht noch ein bisschen. Bisschen eingefallener. Kinn? Weiß gar nicht. Bisschen spitzes irgendwie. So. Ich mache jetzt einfach mal so wie selber. Habe ich da gar nicht eine Halsnase. So. Sollte gehen, ne? Bogen. Na, ist vielleicht noch ein kleines Ticken höher. Ist, denke ich, schon ganz in Ordnung. So, bisschen schmaler die Kopf, den Kopf. Angezogen ist er auch nicht. So. Und stehen ein bisschen ab. Ein bisschen. Frisur. Ja, momentan so mittellang. Mir ein. Ich habe meinen Kopfhörer hier auf. Ja, ich kriege die Musik gar nicht mit. Ich weiß, fällt mir früh auf. Technik. Eigentlich wollte ich das ja gestreamt haben. Hat es mir aber tatsächlich den PC vorhin zerschossen. Beziehungsweise nicht zerschossen, aber na, ihr wisst. Er war eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt. War nicht so schön. So, krieg den Kopf noch ein bisschen. Kopf und krieg die Stirn nicht noch ein bisschen weiter runter. Ach, das ist eigentlich schon ganz in Ordnung.
Vielleicht noch andere Frisur. Sieht so ein bisschen aus wie Harry Potter. Das kommt schon ein bisschen eher hin. So. Gesichtsbehaarung. So soll es jetzt eigentlich gehen. Den Arsch noch ein bisschen rein. Brust rein. Das siehst du, das ist doch in Ordnung. Brille. Ich habe keine runde, ich habe eine eckige tatsächlich. Aber ich glaube, die ist schon ein bisschen zu dick. Da gibt vermutlich keine andere. Können wir die mal kurz gucken? Ja, ist die eigentlich schon ganz in Ordnung. Wir sind Angestellte bei Sims. Hey, kleiner Spaß. Das gibt es nur mit dem Herzchen, das ist doof. Gibt es nicht so ein schwarzes T-Shirt mit blauem Rand? Leider, 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 leider sehe ich keins. Schade. Schade, schade. Das ist auch nur schwarz-grau. Lassen wir das so. So, momentane Hose ist tatsächlich eine schöne. Warmwisse. Ne, so was trage ich momentan nicht. Sich selbst zu modellieren ist immer so ein bisschen. Gibt es keine Sporthosen oder sowas? Nee. Dreiviertelhose habe ich auch nicht an. Muss also hier drinnen sein. Da! Ah, das sieht doch schon besser aus. Ah, siehst du, so kommen wir der Sache näher. Weil man darf sich zu Hause auch mal ein bisschen bequemer machen. Dann schön mit. Schöne Hausschuhe mit Fröschchen drauf. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ja, und das ist dann so mein momentanes Outfit. Würde ich sagen. Wir ziehen jetzt. Oh, das sieht ja sehr dünn aus. Das sieht sogar für meine Verhältnisse sehr ungesund aus. Ich meine, ich weiß, ich bin schlaksig, aber das ist dann doch schon ein bisschen sehr hart gewesen. Ja,
Ich denke, so geht das, ne? Damit wir so gucken. So. Ich denke, das geht. Das kann man anbieten. So, was ist das denn für ein Zuhälter? Was ist das denn für ein Zuhälter? Abendkleidung. Gucken wir uns einmal die vorgefertigten Looks an. Hier, guck mal, das könnte doch prima sein hier. Ja, aber schon. Sneak ist her. Da muss einfach was Schniekes hin. Das nutzt nichts. Ich habe zwar einen Anzug zu Hause, der ist zwar mit so komischen Streifen, aber die gibt es hier wahrscheinlich nicht. So. Dann gehen wir wieder auf den Körper. Oder gibt es einen so mit Streifen? Tanktops mit Knöpfen. Anzugjacke. Da siehst du, da haben wir doch ein bisschen was zur Auswahl, aber es ist nichts dabei, was dem ähnlich kommt. Wobei. Also ich habe keine so schwarze Krawatte. Ich denke, das ist schon ganz passend. Nur die Schuhe müssten noch ein klein wenig anders. Mal gucken. Wo haben wir denn? Da siehst du mal. Die kommen meinen Schuhen schon recht nah. Da haben wir das ja auch schon geklärt. Mensch, das geht ja fix. Nein, Sportklamotten. Ich mache so viel Sport, das glaubt ihr gar nicht. Da habe ich so viele Klamotten zur Auswahl. Nein. Das käme schon eher hin. Nee, sowas trage ich nicht beim Sport. Sowas trage ich auch nicht beim Sport. Sowas trage ich nicht. Dann wurde ja schon so was. Oder so ein Jogginganzug. Die Laufschuhe, die passen ja auch schon so fast. Wobei ich eigentlich mir so was Brille nehme ich da natürlich auch nicht ab im Sport. So, dann haben wir unser Sportoutfit schon fertig. Das geht fix. Das kriegen wir auch hier schnell fertig. Ah, kommt schon sehr nah ran. Nee, tatsächlich ist das T-Shirt. So. Und Schuhe gibt es keine, aber bin ich jetzt ganz ehrlich, ich bin so der Sockentyp. Ich mag nicht barfuß durch die Gegend rennen. Das ist ein absolutes No-Go. So, Kombination. Weil es Party-Outfit ist, machen wir uns natürlich auch ein schönes Party-Outfit. So. Und als Nerd, was käme da anderes als anderes in Frage als ein Superheld? Ist das auch weg? Und wir sind Llama Man. Komischerweise verschwindet auch der Bart.
sobald wir das aussetzen. Weil wir müssen uns ja vorher rasieren. Geht um die geheime Identität. Keiner darf wissen, dass wir das sind. Deswegen rasieren wir uns auch direkt den Bart ab. Handschuhe brauchen wir natürlich auch. So. Weil wir wollen uns ja nicht die Finger schmutzig machen. Auch wenn wir Leute retten, muss ja nicht sein. Oh, Badebekleidung. Hübsche Ohrringe, aber nein, sowas trage ich nicht zum Baden. Brille habe ich tatsächlich da keine auf. Aber jetzt könnte ein bisschen dünner. Geht gar nicht dünner. So. Keine Oberbekleidung. Eine schöne Badehose. Hier kommt so was Buntes. Die werden nochmal kleiner. Doch lieber das Bunte. Wir kommen mit dem Palm. Das passt. Das passt, das passt, das passt, würde ich so sagen. So. Name. Das ist der Iron. Nerd. Aua. Mann. Kaum Platz hier auf dem Schreibtisch. Das ist schlimm. Ich muss meine PlayStation unbedingt woanders hinpacken. Das geht nicht anders. So. Ja, was ist jetzt mein Bestreben? Da ich. Beliebtheit. Freund der Welt. Leitwolf. Witzbold, Partylöwe, guter Vampir. Nee, wobei Vampir, ich bin sehr nachtaktiv eigentlich. Aber das lassen wir jetzt mal. Ein Nerdhirn. Dieser Sim möchte sowohl belesen als auch geschickt sein. Ja, Computerfreak. Dieser Sim möchte alles über Computer wissen, vom Spielezocken bis hin zu Karrieren. Ist jetzt schwer. Also eins von beiden würde schon passen. Ich glaube, wir können auch nicht sehr viel falsch machen. Klar, Computer ist jetzt nicht komplett meine Welt, dafür aber Konsolen. Aber man kann ja auch mit Konsole zocken, also sollte wohl das große Problem sein. Was haben wir da noch? Archäologie, Professor. Renaissance-Sinn. Okay. Meister-Vampir. Nee, ich denke mal, wir machen tatsächlich den hier. So. Meine Eigenschaften. Was sind meine Eigenschaften? Diese Sims sind zufrieden, wenn sie Science-Fiction lesen oder Videospiele spielen. Sie wirken womöglich angespannt, wenn sie nicht viel gespielt haben. Sie sind besessen. Sind besser in Aufspielen von Sammelobjekten und können mit anderen Geeks über Geek-Kram reden. Das klingt doch schon mal gut. Oh. So, was haben wir hier? Chaot, ehrgeizig, faul, Hundefreund, kindisch, materialistisch, liebt die Natur, kleptomanisch, ordentlich, snob, tanzwütig, vielfraschig, tollpatschig, wahnsinnig, zimperlich. Okay. Bro, böse, eifersüchtig, gemein, familienbewusst, Einzelgänger, gesellig, gut, Insider, sprunghaft, war keine Kinder. Ja, ist gar nicht so einfach, da irgendwie was zu finden. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin faul. Das ist einfach nur wahr. Kann ich nicht viel zu sagen. Wahnsinnig. Diese Sims können Selbstgespräche führen und ihre Emotionen sind unvorhersehbar. Liebt die Natur. Diese Sims können andere Sims gegenüber von der Natur schauen und sind glücklich, wenn sie draußen sind.
Bücherwurm, die Sims erhalten mächtige Stimmungen, wenn sie Bücher analysieren, und sie können auf einzigartige Weise über Bücher reden. Gibt's denn hier auch irgendwie so Filmkenner oder irgendwie sowas? Spinner, ja, komm. Spinner bin ich auch. Wer mich kennt, der kann das zu 100% bestätigen. So. Dann gibt es noch einen kleinen Sinn.